Ja, willkommen in unserem neuesten Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit den Amazon Echo der zweiten Generation. Das Gerät ist zwar erst ab 31. Oktober verfügbar, kann aber schon vorbestellt werden. Und wir wollen jetzt schon mal schauen, ob sich der Kauf lohnt, ob ihr vorbestellen sollt oder nicht. Dann bis gleich. Da ist er, der schöne Amazon Echo Plus. Den gibt es in den beiden bekannten Farben, schwarz und weiß. Dazu ist aber jetzt noch für meinen Geschmack das schöne Silber dazugekommen. Und ich denke, das ist für die Raumgestaltung ein echter Gewinn. Der Echo Plus hat die gleichen Maße wie sein Vorgänger. Wenn wir uns den neuen Amazon Echo anschauen, der hat insgesamt ein etwas kompakteres Dasein jetzt, ist also auch noch in mehr verschiedenen Outfits sozusagen da. Amazon hat sich hier wirklich Mühe gegeben, die Geräte in den verschiedensten Farben darstellen zu wollen. Ist sicherlich Geschmackssache, aber bei der Auswahl wird sicherlich hier jeder was für seinen Wohnzimmer oder wo ihr es sonst noch hinstellen wollt, finden. Wir möchten jetzt hier ganz speziell auf den Echo Plus eingehen. Es hat den Hintergrund, dass hier die meisten Feature verbaut sind, als Unterschied zu dem Vorgänger. Ich möchte euch auch noch kurz hier auf das Reservierungsangebot aufmerksam machen. Mit 149,99 kostet der Echo Plus so viel, wie der Vorgänger gekostet hat in der Einführungsphase. Zwischendurch gab es ihn auch günstiger, je nachdem, welches Angebot gerade aktuell war. Das Besondere an diesem Einführungsangebot ist, dass ihr den mit oder ohne Lampe für diesen Preis bekommt. Das heißt, hier bietet sich es natürlich an, die Philips Hue Lampe direkt mitzubestellen. Das ist ein Leuchtmittel, was normalerweise separat und teuer zu bezahlen ist. In dem Fall wird das hier gratis bei der Vorbestellung mit ausgeliefert. Ja, zu der Beschreibung: Hier hat sich erstmal nicht sehr viel geändert. Die Steuerung mit dem Amazon Echo oder Echo Dot wird ja täglich erweitert, täglich gibt es neue Funktionen. Wir haben immer mehr Skills und immer mehr Feature, die einem hier das Leben erleichtern sollen. Die Frage ist halt, und darum geht es jetzt hier auch in dem Video, lohnt sich der Umstieg auf den neuen Echo bzw. auf den neuen Echo Plus? Kurz zu dem neuen Echo, der ist halt etwas kleiner und kompakter. Aus meiner Sicht lohnt sich hier der Umstieg nur, wenn man den Echo Dot zu Hause hat und vielleicht doch mit der Raumqualität, also mit der Klangqualität ein bisschen mehr haben möchte. Denn die neuen Echos haben alle das Multiroom-Audio und sollen auch über mehr Bass verfügen. Also insgesamt hat man sich hier Mühe gegeben, die Lautsprecherqualität nachzubessern. Ich denke, das ist auch der Neuerscheinung bei Apple geschuldet, dass man hier versucht, auch da ein bisschen nachzuziehen und die Klangqualität, die vorher ein bisschen vernachlässigt wurde, jetzt aufzupeppen. Ja, insgesamt ist sind wir ja jetzt in der Situation, dass wir leider das Gerät noch nicht da haben. Wir mussten also wie alle anderen das vorbestellen, haben wir auch getan. Sobald es natürlich bei uns in Händen liegt, werden wir ein Unboxing machen und entsprechend auch die ersten Tests damit sofort per Video dokumentieren. Neu hinzugekommen ist ja auch der Echo Show. Der hat die gleichen Funktionalitäten wie die anderen Echos, nur halt mit einem zusätzlichen Display.
was letztendlich die ganze Sache visuell noch ein bisschen aufpeppt. Später auch Videotelefonie ermöglichen soll. Zurzeit gibt es ja schon die Möglichkeit, untereinander zu telefonieren mit den einzelnen Echos und auch dem Echo Dot. Dazu werden wir später auch nochmal ein Video machen. Eine ganz tolle Funktion, finde ich. Wir haben sie jetzt in unserem Haushalt auch schon mehrfach genutzt, um von einer Etage zur anderen durchzurufen. Also ganz witzig. Ja, jetzt, wo ist jetzt hier aus meiner Sicht das besondere Augenmerkmal drauf zu richten bei dem neuen Echo Plus? Der Echo Plus hat den Vorteil, dass er eine Bridge mitbringt, und zwar eine Smart Home kompatible Bridge, die es ermöglicht, die Smart Home Geräte direkt anzusprechen. Es gibt auch eine schöne Auflistung bei Amazon, die im Grunde genommen hier die Geräte schon mal auflistet. Das sind jetzt überwiegend Leuchtmittel, die auf dem Philips-Standard beruhen, oder halt entsprechende kompatible Leuchtmittel. Wie man sieht, aber auch eine Steckdose oder ja, besondere Lampen, Rauchmelder ist dabei. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Die Frage ist ja halt immer noch, warum soll ich mir den teureren kaufen? Ich kann mir doch auch die Leuchtmittel mit einer extra Bridge oder mit einem extra Hub kaufen. Ich habe jetzt hier mal einen rausgesucht, das ist halt der Philips Hue Bridge. Die kostet separat hier auch im Moment 49,95. Das heißt, im Grunde genommen habe ich den Aufpreis, den ich beim Echo habe, zum Echo Plus dann damit sozusagen kompensiert. Das heißt, also letztendlich habe ich jetzt hier finanziell keinen Vor- oder Nachteil, ob ich die Geräte separat kaufe oder halt in einem. Was aber aus meiner Sicht enorm dafür spricht, ist, dass halt der Amazon Echo Plus diese beiden Geräte in einem Gerät bündelt. Denn es ist so, mittlerweile hat man für jeden Standard eine eigene Bridge, einen eigenen Router, einen eigenen Hub rumstehen. Irgendwann ist natürlich auch ja, Schluss mit so vielen Geräten, wo soll ich die alle verstauen? Und da haben wir natürlich schon den aus meiner Sicht wichtigsten Vorteil, dass es hier zwei Funktionalitäten in einem Gerät gibt. Und somit tendiere ich oder habe ich auch quasi den Echo Plus bestellt, um letztendlich mir hier schon mal wieder ein Endgerät zu sparen. Also hier der größte Vorteil. Ob das jetzt auf euch zutrifft, könnt ihr natürlich nur alleine entscheiden. Auf die anderen Feature, Maße, Größe, Gewicht möchte ich jetzt gar nicht so weiter eingehen. Die könnt ihr euch gerne anlesen. Ich werde die entsprechenden Links nachher unter diesem Beitrag posten. Und dann haben wir hier oder habt ihr da die Möglichkeit, natürlich dann alles schön nachzulesen und nochmal zu überlegen, ob sich für euch das auch lohnt. Besonders fand ich jetzt beachtenswert, wir sind ja auch Lupus-Vertragshändler, dass die Lupus-Steckdose auch direkt jetzt angesprochen werden soll vom Echo Plus. Das hatte ich jetzt so noch nicht erwartet und auch nicht vermutet. Da bin ich natürlich jetzt auch besonders gespannt drauf, ob diese Funktionalität dann auch gegeben ist. Im Moment, und das ist das, was ich meinte, müssen wir die Steckdose selber über eine Lupus-Anlage ansteuern. Das heißt, wir haben hier eine Lupus-Alarmanlage, also auch sieht aus wie so ein Router, über die wir die Steckdose ansteuern können und auch weitere Geräte ansteuern können. Lupus ist da sehr fortschrittlich, was das betrifft. Die kombinieren also auch oder versuchen auch alles möglichst in einem Router zu kombinieren. Und von daher ist das schon ein guter Ansatz. Ja, der Grundgedanke, alles in einem Gerät zu kombinieren, ist gar nicht neu.
ich zeige euch das mal, genau. Die Telekom hat vor einiger Zeit auch einen Router rausgebracht, der in der Lage ist, nicht nur das Internet zu routen, sondern auch Smart Home Geräte anzusprechen. Aus meiner Sicht sieht man da, wo der Trend hingeht. Ich finde gut, dass Amazon das aufgreift, denn ich sag mal, möglichst viel kompatible Geräte in einem Router sollte für uns alle interessant sein, aus Stromspargründen, aus Platzspargründen. Letztendlich weiß ja jeder, wie viel Mist er mittlerweile zu Hause rumstehen hat. Und wenn man das dann kombinieren kann mit verschiedenen Bauteilen oder Geräten, dann sollte das ja, denke ich mal, alles wunderbar sein. Also von daher für mich eine absolute Kaufempfehlung. Nicht zu vergessen, ihr könnt euren alten Amazon Echo, wenn ihr den dann nicht mehr behalten wollt, sicherlich auch gut über Amazon oder über eBay auch noch verkaufen. Im Moment liegt so der Verkaufswert noch bei knapp 100 Euro. Das heißt, gibt noch ein bisschen Gas oder wartet einfach ab. Ich denke, das wird sich auch wie immer alles einpendeln. Da sehe ich gute Chancen, für wenig Aufpreis letztendlich hier zwei Geräte in einem zu haben. Und nochmal kurz erinnert, gerade wer jetzt noch keine Philips Hue Leuchtmittel hat, für den ist sicherlich hier ganz interessant, dieses Eröffnungsangebot von Amazon zu kaufen. Da gibt es halt ein Leuchtmittel separat und ihr braucht, wie schon erwähnt, die Bridge ja nicht separat kaufen. Ja, das ist dann erstmal der Stand der Dinge. Leider haben wir das Gerät ja nicht vor Ort. Also von daher müssen wir jetzt damit zufrieden sein. Ich bin gespannt und freue mich schon, wenn es Ende dieses Monats dann zu uns kommen wird. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser entscheiden, was ihr kaufen wollt. Und würde mich freuen, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert. Schaut auch mal, gerade zum Thema Amazon Echo haben wir auch ein Gewinnspiel momentan in unserem Kanal. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schreibt da einfach mal einen Beitrag unter dieses Gewinnspielvideo. Und über einen Daumen hoch würden wir uns auch immer freuen. Danke erstmal, bis zum nächsten Mal.